Hallo, mein Name ist Ralf Beckmann vom Kentpokan in Hannover. Das ist Daniel Deppe, mein Freund und heutiger Trainingspartner. Wir beschäftigen uns seit einigen Teilen mit dem Thema Jeet Kune Do, der Weg der unterbrochenen Faust, die Prinzipien, die Bruce Lee in den 60er und 70er Jahren versucht hat aufzustellen und die Guru Dende Nusanto nach seinem Tod weitergelebt und weiter perfektioniert hat. Wir hatten uns bei der letzten Serie darum gekümmert, wir haben neue Techniken dazu bekommen, wie zum Beispiel das russische Systema, das Tantien aus China und auch, was auch im Norden Schwedens mitentwickelt wurde. Und wir haben gesagt, wie nehmen wir Schläge eigentlich auf? Wir hatten gesagt, okay, wenn mein Partner mich schlägt, kann ich versuchen, alles zu blockieren, so hart wie es geht. Oder ich kann versuchen, diese Energie mit aufzunehmen, wie ein Sack Wasser, der die Energie versuchen würde, umzuverteilen in seinem Körper. Die Umverteilung sorgt halt dafür, dass der Energiestoß nicht an einem Punkt kommt, sondern auf eine breite Fläche umverteilt wird und dadurch nicht mehr so hart wird. Thema der heutigen Session, der jetzigen Session ist, wie schlage ich selbst? Die erste Geschichte ist zum Schlagen selber, ist, ich darf nicht großartig anzeigen, dass ich einen Schlag mache. Wenn wir miteinander trainieren, ist es immer das Einfachste, wenn mein Partner einfach die rechte Hand hochhält und ich hier vor ihm stehe und meinetwegen mich mit ihm unterhalte und versuche jetzt mit einer meiner beiden Händen in seine Hand reinzukommen. Und mit meinem Partner ist es halt so, sobald er denkt, ich schlage zu, würde er seine Hand wegnehmen. Das. Und ihr seht schon, in dem Moment, in dem ein leichtes Zucken in meinem Körper ist, ich meine Muskeln spanne, ich meine Zähne zusammenbeiße, meine Lippen, alles das mache, ist das so, als wenn ich ihm einen Brief schreiben würde, hey, du kannst davon ausgehen, dass in der nächsten Zeit einer meiner Schläge in Richtung deines Gesichtes abgefeuert wird. Also der erste Leitsatz, den mir mein Haupttrainer Sifu Manfred Steiner beigebracht hat, war nicht telegrafieren. Das heißt, wenn da das Ziel ist, alles, was ich in meinem Körper tue, ist eine Art Telegrafieren. Ihr werdet sehen, Daniel wird jetzt immer die Hand wegziehen, sobald er mich telegrafieren sieht oder sobald er mich schlagen sieht. Ihr seht, die kleinste Bewegung hier würde sofort zu einer Reaktion in seiner Hand führen. Also muss ich versuchen, von hier aus komplett alle Reaktionen rauszunehmen aus meinem Körper und dann zuzuschlagen. Das reicht schon jetzt, das Zucken vielleicht gesehen in seiner Hand, das würde schon reichen, um eine Reaktion seinerseits zu machen. Jetzt nehme ich alle meine Energie in mich rein, bin komplett relaxed und wenn mein Schlag dann kommt, hat er eine größere Chance zu treffen. Wenn wir das mit den Händen geübt haben, können wir das Ganze mal mit dem Körper trainieren. Das heißt meinetwegen, mein Partner hat eine Deckung hier oben. Wir gehen mal davon aus, dieses hier wäre jetzt der Gesichtsbereich. Ich stehe vor ihm und versuche meinetwegen, den Baum von Kempokan zu berühren oder meinetwegen das P. Und seine Aufgabe ist es, hier eine Abwehr gegenzumachen. Das heißt, ich versuche so schnell wie möglich zu schlagen und mein Partner versucht so gut und so schnell wie möglich zu reagieren. Touch. Okay, jetzt versuche ich mich zu entspannen. Und ihr werdet feststellen, durch die komplette Entspannung des Körpers signalisiere ich meinem Partner wesentlich weniger, dass dieser Schlag erfolgt und er hängt, obwohl ich nicht schneller schlage als vorher, in seiner Reaktion zeitmäßig hinterher. Das Gleiche passiert mit der Schlaghärte. Wenn wir uns einfach mal so ein bisschen drehen und ich sage meinetwegen, er hat eine sehr gute Bauchmuskulatur und ich versuche, in diese Bauchmuskulatur einzudringen und ich versuche, meine Muskulatur zu spannen und sage, mein Schlag kommt und von hier merke ich, wie meine Energie, dadurch, dass ich hier komplett gespannt bin, in seinen Körper geht, aber auch in meinen Körper wieder zurückkommt. Das heißt, die Energie ist ähnlich wie bei einer Granate, die in beide Richtungen explodiert. Auch hier ist es wieder so, ich versuche komplett relaxed zu sein und hier meine Hand locker durch ihn durchzubringen, ohne Ziel. Nochmal den Unterschied gesehen. Er bleibt die ganze Zeit stabil. Mein Partner ist jetzt einfach nur mein Barometer, das mir jetzt sagt, oh, das war schon ein bisschen besser oder kann ich ertragen oder oh, bitte hör das auf. Wenn ich hier bin und ich denke, ich mache meinen harten Boxschlag, das klingt gut,
das sieht gut aus, kommt nicht durch. Ich versuche mich komplett zu relaxen und komme mit einem weichen Schlag in seine Bauchgegend. Und wahrscheinlich kann man es am Gesicht sehen, aber würde mir wahrscheinlich auch sagen, der weiche Schlag ist der, der sich für ihn hart anfühlt. Und das zu begreifen und zu trainieren, dazu braucht man immer einen Trainingspartner. Das ist das Problem. Kein Sandsack, kein Schlagpolster, keine Pratze wird euch dieses Gefühl geben. Und deshalb ist zum Beispiel beim System auch so, wir haben immer Partner, mit denen wir dieses trainieren. Und der Partner sagt, oh, das war eine 5 oder oh, das war nur eine 3 oder oh, das war eine 10. Nicht bitte nicht nochmal. Und so kann mein Körper lernen, sich zu entspannen und damit die harten Schläge durchzubringen. Auch beim Boxen werdet ihr immer wieder hören, wenn ein Kämpfer K.O. gegangen ist und er danach im Interview ist, wird er meistens nicht sagen, wow, das war ein super harter Schlag, sondern meistens, ich habe den Schlag nicht kommen sehen. Und durch beide diese Sachen, einmal diese Schnelligkeit, das heißt, wenn ich jetzt hier hinkomme oder ich komme zum Brustkopf von meinem Partner, dass ich wirklich versuche, komplett relaxed zu sein und diese Bewegung zu nehmen, ohne dass ich vorher anrucke und anzucke. Und die zweite Geschichte, dass ich nicht versuche, meinetwegen, wenn ich hier hinschlage, einen harten Schlag hier hinzubringen, sondern ich bin einfach entspannt und schließe meine Hand hinter ihm. Diese Sachen gilt es jetzt in diesem Lernschritt zu lernen und zu begreifen. Vielen Dank und viel Spaß bei der nächsten Session.